Yeah. Ask me what it feel like. Staring at the sky. So vanilla telling Kurt Russell, homie, this ain't real life. Ja, reinspaziert. Willkommen zur Roomtour, Leute. Zur ersten vollständigen Roomtour hier in meiner kleinen, aber feinen Wohnung. Ungefähr 50 Quadratmeter haben wir. Das, was hinter euch ist, habe ich schon mal gezeigt, habe ich aber ziemlich umgebaut. Aber was ich euch noch nie gezeigt habe, ist der Rest meiner Wohnung. Und ich bin hier jetzt seit 6 Jahren. Ich habe gerade überlegt und ich habe in meinem ganzen Leben, inklusive meiner Kindheit, noch nie so lange in einer Wohnung gelebt. Oder auch in einem Haus, noch nie. Ich bin echt, also hier fühle ich mich dementsprechend so zu Hause wie noch nie zuvor. Das sieht man auch in den ganzen Bildern, ne? Die ganzen Fotos, die ganzen Erinnerungen, die ich hier habe. Ja, da natürlich genau besonders nah ran. Man kennt die Kamerafrau. Danke, Shani. Shani macht heute auf jeden Fall jede Roomtour. Ja, wir haben hier, wenn man reinkommt, ich muss jeden Zentimeter muss hier so gut ausnutzen in dieser Wohnung, weil ich sag's euch gleich vorweg, ich kenne keine bessere Wohnung in Köln, außer eine im selben Haus, die dann noch größer ist, aber da ist noch nichts frei geworden in den letzten Jahren, deswegen muss ich jeden Zentimeter hier ausnutzen, weil die Wohnung ansonsten so nice ist mit dem Blick. Ihr kennt es vielleicht schon, ihr seht es gleich nochmal. Fangen wir an mit der Roomtour. Also, Eingangsbereich, ja? Hier kommt man rein. Und da muss man natürlich seine Jacken erstmal loswerden. Die kommen alle hier hin. Es sind mittlerweile auch sehr, sehr viele geworden. Muss man wieder ausmisten. Und das Schuhregal mit allen möglichen Schuhen. Das sind tatsächlich auch fast alle von mir. Ein paar sind von Shani. Das ist hier der Eingangsbereich. Und von dort aus kommt man auch ins Bad. Hier. Ganz normales Bad. Es ist aber, ich muss sagen, der Grundriss hier in der Wohnung ist dafür, dass man nur ungefähr so gute 50, vielleicht 55 Quadratmeter hat. Ist der echt nice, weil wir haben hier ein Bad, eine nice, schöne Regendusche, auf trotzdem relativ kompakten Platz insgesamt. Hast natürlich deine Toilette, hast dein Waschbecken und alles, was man irgendwie so dazu braucht. Aber du hast halt, also wisst ihr, manchmal ist so ein Bad, kann verschwenderisch groß sein. Oder es kann zu eng sein. Und das ist so genau richtig für die Größe. Also wenn ich irgendwann mal eine größere Wohnung oder ein Haus irgendwann in meinem Leben habe, klar würde ich das Bad größer machen. Aber für diese Größe von dieser Wohnung, echt nice. Richtig cool. So, dann geht's von hier aus weiter ins Schlafzimmer. Aber auch nice Größe mit einem riesigen Bett. Das ist 2,20 Meter lang. Also auch für jemanden wie mich sehr schön groß. 2 Meter breit. Nicht so wie bei mir. Das ist wirklich deutlich größer als bei dir. Wenn du ein großer Mensch bist, also wenn du, sag ich mal, vielleicht über 1,85, ich bin jetzt gut 1,90, dann ist so ein großes Bett so viel wert, weil du halt beim Schlafen, du kannst einfach, ich kann halt einfach ausbreiten. So, weißt du, wenn ich hier liege, dann kann ich, egal was ich mache, ich komme nicht mit den Füßen runter. Sagen wir mal, es wäre ein kleineres Bett, 20 cm kleiner. Dann würde ich ja ungefähr dann hier liegen und dann würde ich so genau bis zum Ende kommen. Aber meine Füße, wenn ich die ausstrecke, kommen schon drüber. Weil im Liegen bin ich ja länger als 1,90, weißt du? Im Liegen ist man ja fast 2 Meter dann mit den, und dann liegst du ja auch nicht genau hinten dran. Also, ich sage, ich bin die Großzeit. Über 2 Meter Betten, Killer. So nice, wirklich. So, das ist das Schlafzimmer. Was sagst du? Ich habe unordentlich gemacht, ja. Wer hat es eigentlich alles hier so ordentlich gemacht? Ne? Shani hat gerade nochmal extra gesagt, bevor wir die Roomtour machen, schön ein bisschen aufräumen. So schlimm war es davor nicht. Bei mir ist es immer halbwegs ordentlich, oder? Ja, Gott sei Dank. Du bist schon wirklich sehr ordentlich. Ja. Wirklich. Hier oben ist auch, ne, Ordnung muss sein. Hier ist die Schlüsselablage. Da kommen halt so Autoschlüssel und Schlüssel von der Wohnung, Portemonnaie. Halt, wenn man hier reinkommt, schmeißen einfach alles rein. Also, dass man hier so ein bisschen ablegen muss. Und natürlich Abstellraum, wenn wir schon beim Thema Abstellen ist. Das ist hier auch noch. Und das ist auch wieder perfekt ausgenutzt. Ja? Das ist ein ganz kleiner Raum nur. Aber ich habe halt meine Waschmaschine drin, die gleichzeitig Trockner ist. Wenn du ein Werkzeug brauchst in meiner Wohnung, hier findest du es. Alles, was du zum Saubermachen braucht. Ablagekram. Das ist alles hier. Auf ungefähr 1,5 Quadratmeter vielleicht, was hier drin ist. Maximal 2 Quadratmeter. Gut ausgenutzt. Kann man schön wieder zumachen. Hat man einen schönen Spiegel hier auch noch. Kein Platz für den Spiegel verbraucht. Einfach die Tür zum Spiegel gemacht. Wieso war die Lampe aus? Weiß nicht. Das frage ich mich auch. Aber es ist so, hier ist alles Smart Home. Und genau, wenn wir eine Roomtour machen, ist dann diese eine Lampe hier aus. Hier ist auch ein Schlafzimmer zum Beispiel. Ist halt eigentlich ganz cool, dass du mit ein paar Mal drücken dann hier auch so ein entspanntes Licht anmachen kannst abends. Warte, ich will was zeigen. Ja. Alexa, mach mein Schatz Licht. Ja. Das ist das Beste, Leute. Alles in pink. Ich hab gewartet, ja. I'm just in pink. Even up above. Don't care what you think. I love the angel wings of me. Broken on my eyes, but you better not blink. Okay, genug von lila, pink und was alles noch dazu gehört. Wir müssen wieder zur Roomtour zurückkommen, Leute. Also wir gehen nochmal hier rein. Das ist eben der Eingangsbereich hier. Kommt man rein, dass jeder wieder Bescheid weiß, wo wir sind. Und dann geht es eben rein
in den Hauptbereich dieser Wohnung. Ja, also ein Wohnzimmer, Küche, alles, was dazu gehört. Das kennt ihr vielleicht schon, aber ich habe es halt ziemlich umgebaut. Denn ich habe schon ein bestimmtes Sofa im Auge, was da hin soll. Und ich habe mir sowieso schon so viel Gedanken gemacht. Hier habe ich mir schon mal das so ein bisschen eingezeichnet. Ich hoffe, ihr könnt das soweit erkennen, Leute. Aber das hier soll sozusagen das Sofa sein mit einem kleinen Tisch davor und der Fernseher eben am Fenster. Dadurch ist dann hier der Schreibtisch direkt neben dem Sofa und daneben der Rennsimulator. Hier jetzt noch die kleine Kommode. Und das Wichtige hierbei für mich ist, dass hier einfach so ein großer, freier Bereich entsteht. Aber das hier ist dann eben an sich der Hauptküchenbereich. Und das ist eine der Sachen, die ich seit letztem Jahr so lieben gelernt habe. Und zwar Kaffee, Leute. Ich bin jetzt mit drin im Kaffee-Game. Ich weiß noch, als Max krankhafter, ihr kennt ihn vielleicht, als er für mich mal gekocht hat, ich auch bei ihm war und er meinte, ey Felix, für dich so, Kaffee wäre bestimmt was für dich, so eine gute Kaffeemaschine. Und ich so, nee, viel zu aufwendig. Mittlerweile bin im Game drin. Ist schon eine nice Maschine, ihr werdet sie wahrscheinlich auch nochmal upgraden auf noch manueller. Mal schauen. Schmeckt auch sehr gut. Schmeckt gut? Seitdem trinke ich Kaffee. Zwar nicht so häufig, aber Kaffee. Felix kann ihm das stimmt. Du hast immer gesagt, du möchtest gar keinen Kaffee. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ich mach auch mit Hafermilch und so. Und mit Sirup. Und mit Sirup. Und mit Sirup. Aber er schmeckt auch ohne Sirup gut, ja? Muss man dazu sagen. Also Sirup ist eigentlich Todsünde, aber für dich kommt auch Sirup rein. Ich werde immer gefragt, was für Bohnen ich habe im Kaffee. Deswegen können wir, wenn wir schon eine Roomtour machen, auch mal kurz hier unterbringen. Können wir ganz kurz appreciaten, wie gut das hier aussieht, mein Schatz. Hast du sehr schön alles sortiert. Ich müsste dir ein Before und After also einblenden. Ich fand immer, meine Wohnung war immer schon gut sortiert, ja, für meine Verhältnisse, ja, für so eine Junggesellenbude. Felix, muss ich aber dazu sagen, kommt halt auch überall hin. Felix hatte halt da oben Ich habe da oben Sachen gehabt. Und ich war immer so, ja, hallo, wie soll ich denn da, ich komme da halt, wie ihr seht, gar nicht rein. Komm nicht mal an die. Das sind aber auch Sachen, die ich halt nie wieder brauche. Meine alte Kaffeemaschine, sondern so eine Pet-Maschine, Schande über mich. Das sind nur noch alte Cups, die kann man mal wegtun. Die nutze ich nie wieder, seitdem ich hier das habe. Zurück zum Bono kurz hier. Supremo Volcano Bio. Das ist sehr, sehr geiler Kaffee. Mit einer geilen Creme. Aber ist Geschmackssache Kaffee. Ne? Das ist eine sehr dunkle Röstung. Es gibt auch welche, die auf hellere stehen. Aber das ist die, die ich halt momentan sehr gerne benutze. Auch hier, Mikrowelle, kommst du gar nicht umran. Nee, komme ich gar nicht ran. Null. Aber die brauche ich auch nicht so oft. Ich koche eher hier. Und vor allem heute gibt es Spargel. Heute gibt es Spargel. Hörst du an, als ob nur du kochst? Ich koche auch. Ja, und Felix kocht super gut. Mhm. Also dein Risotto ist der Hammer. Ich kann keinen Risotto-Kurs kochen, aber... Chili letztens war auch gut. Chili war super. Trüffelnudeln. Richtig gut. Aber auch schon, ich koche sehr, sehr gut. Also wir sind tatsächlich sehr häufig mittlerweile hier im Kochen. Und dann hier fängt das Wohnzimmer so ein bisschen an. Also wenn du so in die Küche so zurückgehst, so, dann sieht man sozusagen den ganzen Bereich hier. Und jetzt ist er wieder so, wie als ich vor 6 Jahren... eingezogen bin. Also nicht genauso, aber die Offenheit ist wieder da. Das fand ich so nice, als ich diese Wohnung eingerichtet habe. Weil vorher hat Simon Unge hier drin gewohnt. Kann man sich auch kaum vorstellen, ne? Simon Unge in dieser Wohnung hier, mit Blick über Köln. Jetzt hat er seinen ganzen Bauernhof auf Madeira, auch sehr, sehr geil, aber komplett was anderes als hier. Und ich weiß, Simon hat auch sein Aufnahmesetup, hatte ich glaube ich sogar so am Fenster, hat er seinen Schreibtisch. Und es war alles so ein bisschen eng und zugestellt. Und als er ausgezogen ist, war mir halt klar, ich war häufiger damals bei ihm zu Besuch und habe dann gesagt, die Wohnung, ich brauche deine Wohnung. Deswegen, ich wollte, als ich einziehen wollte, was ich sagen wollte, so einen schönen freien Raum. Ich mag es, wenn man halt viel Platz hat und so schön offen ist. Und trotz 50 Quadratmeter, glaube ich, und trotz dieser 1000 Sachen, die ich hier drin reingestellt habe, mein ganzes Leben ist hier drin, habe ich, glaube ich, ganz gut hinbekommen, jetzt, dass man wieder hier einen ordentlichen Freiraum hat. Weißt du, hier kannst du auch Musik aufdrehen, hier kannst du ein bisschen dancen, hier kannst du dich so, du fühlst dich nicht eingeschränkt, dass du irgendwie so überall durchklettern musst. Feiere ich sehr, dass ich hier einen ordentlichen, freien Platz habe. Sideboard mit allen möglichen Sachen hier reingehören. Und wenn wir schon von Simon sprechen, da oben ist er sogar hier, ne? Mit dem Longboard-Tour-Bild. Auch sehr, sehr schöne Erinnerung. Und allgemein, das finde ich, ist... Also Nummer 1 ist natürlich der Blick. Zu dem kommen wir gleich noch nach draußen. Aber das zweite Beste an meiner Wohnung sind diese ganzen Erinnerungen. Und dazu ist auch mein schönes neues Foto. Oder was ist das Foto? Kunst ist es ja eigentlich schon, was hier ist. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, das muss ich haben, weil das für mich was symbolisiert. Und zwar ist es so, dass dieses kleine Kind, was hier ist, das ist für mich so ein bisschen, das bin ich. Das ist der kleine Felix, ja? Vielleicht als ich auch noch ein Kind selbst war. Der kleine Felix mit ganz, ganz vielen Träumen. Und diese ganzen Träume sind die Ballons, die ich alle hier festhalte. Und irgendwann werden diese Ballons losgelassen und dann werden aus diesen Träumen, die wegfliegen, werden dann Erinnerungen.
dann werden sie wahr. Wenn ich sie loslasse, dann fliegen sie in die Welt und werden wahr. Und dann werden aus diesen Ballons diese ganzen Fotos. Ja, also die bunten Ballons werden zu den bunten Fotos, zu den bunten Erinnerungen von Sachen, die ich gemacht habe. Wie zum Beispiel hier unten Motorsport. Also dass ich halt selbst Rennen fahre. Mega coole Sache. Oder hier meine Familie. Oder hier mit Shani am Karneval auf einem alten Handy aufgenommen. Auch sehr, sehr lustiges Foto. Unsere Hot Rod Tour, wo wir jetzt letztes Jahr erst vor ein paar Monaten mit unter anderem Herr Bergmann durch die Schweiz hier auch gefahren sind. Ich hatte die verrückte Idee, mit diesen Hot Rods 2500 Kilometer von Köln bis nach Ibiza zu fahren. Und das ist daraus geworden. Oder auch Epi mit Kev, mit dem ich ganz, ganz viele GTA-Aufnahmen gemacht habe. Ich glaube, wir haben weit über 500 GTA-Videos zusammen gemacht. Und ist ja auch so ein Grundstein neben Minecraft natürlich, so für meinen YouTube-Kanal, für mein Leben, was ich jetzt habe. Deswegen ist auch Kev sehr schön direkt hier unter den Play-Button und natürlich hier am Schreibtisch, wo ich mittlerweile nicht mehr ganz so häufig, aber schon an sich halt, wenn ich jetzt noch Livestreams mache oder Gaming aufgenommen habe, dann hier. Achtung, Achtung! Ihr spricht. Leute, ich glaube, ihr wisst Bescheid, was das heißt. Unser Podcast, gemütlich nachsitzen! Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt, Leute. Schaltet mal rein, wir freuen uns auf euch. Nicht der Werk von mir, Leute. Link ist unten in der Beschreibung. Checkt es auf jeden Fall aus auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Und die nehme ich eben auch immer hier im Setup am Schreibtisch auf, zumindest meistens. Und ja, damit aber zurück zur Roomtour. Aber das ist so ein bisschen mein Zuhause-Setup und ich mache wirklich das meiste von hier sogar. Dann haben wir noch einen Rennsimulator in der Ecke. Auch sehr cool für mich, selbst einen Rennsimulator zu besitzen und hier einfach reingehen zu können, nicht nur für Formel 1-Aufnahmen oder für Livestreams, sondern auch für mich zum Trainieren eben, für die echte Rennstrecke. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber ja, das ist der Racing-Bereich. Also ihr seht, ich habe hier Küche, ein bisschen so Ablagefläche und ein bisschen so schön mit Fotos, normal Wohnzimmerbereich mit ein bisschen freier, offener Fläche, was ich einfach mag, dass es ein bisschen luftig ist. Dann habe ich meinen Rennsimulator, ich habe meinen Schreibtisch und der eigentliche Wohnzimmerbereich mit einer sehr geilen, sehr bequemen Couch. Habe ich letztes Jahr erst gekauft, davor hatte ich ja so eine spezielle andere, die auch cool war und weil man die auch hier so drehen konnte, dass man da rausgucken konnte und gleichzeitig hat man dann aber auch in die Richtung geschaut und praktisch hat man dann hier gesessen und nach da hinten zum Fernseher geschaut. Das war auch nicht schlecht, aber es ist so viel, viel cooler. Ja, voll. Das war voll immer abgetrennt. Das war genau hier war der Fernseher. Ja, eben. Hier war der Fernseher, das war abgetrennt, dann hatte ich dahinter meinen Arbeitsbereich. Und ihr kennt es vielleicht noch aus der letzten Roomtour. Es war auch cool aufgeteilt, aber es war so viel enger und ich habe jetzt nichts aufgegeben. Ich habe alles immer noch, ne? Mhm. Alles. Aber ich mag das auch, wenn du da schneidest. Und wenn ich dann da sitze und am Fernseher schaue, dann kann ich rausschauen, dann kann ich dir manchmal zuschauen. Du hörst mit Kopfhörern, weil vorher war das wie so eine Wand hier. Ja, man war richtig abgetrennt. So, ja, war wirklich so. Und jetzt, ich habe trotzdem immer noch, also es ist so viel besser als vorher, aber manchmal merkt man das erst, wenn man halt lange irgendwo wohnt. Und vor allem die Couch. Wenn ich mir überlege, vorher hattest du ja diese zwei Sitzen, man konnte gar nicht zusammensitzen, so richtig. Aber jetzt ist es richtig perfekt. Und die ist so bequem und ist natürlich Geschmackssache immer auch was Farbe und Stoff und so angeht, aber ich finde die richtig geil, die Couch. Die mag es mit diesen offenen Nieten und so. Ich habe auch lange geguckt, bevor ich die hier in Köln bestellt habe. Hat auch irgendwie Monate gedauert, bis sie dann da war. Aber ja, die ist sehr geil. Und man kann auch das, was hier vorne ist, das Stück kann man halt da vorne hinstellen, wenn man zum Beispiel Freunde da hat, dass man einfach noch mehr Platz hat. Natürlich beste Feature, dass man hier dran essen kann auch. Also normal essen wir oben am Küchentisch. Aber man kann auch hier halt das hochfahren und dann zum Beispiel Fernsehen gucken währenddessen. Und ja, richtig geile Soundanlage habe ich hier drin. Schön 5.1 Sound. Also sowohl zum Fernsehen gucken, als auch wenn man so Musik anmacht, ist in der ganzen Wohnung. Also in jedem Zimmer hier sind Lautsprecher. Und wenn man hier, ich kann mit einem Klick halt Musik anmachen und man hört es überall. Also es hat auch, ist auch alles so Sachen, die erst nach und nach dazukommen, kamen, aber ja, sehr geil. Manchmal tue ich noch so, als ob ich ein bisschen Ukulele. Wirklich, Leute. Aber manchmal tue ich so. Ich will es besser können, aber die liegt hier immer für mich als Erinnerung. Ey, üb mal wieder, Felix. Ja, wir sind Konsolen am Start. Auch immer mein Fernglas, um alles hier im Dick zu haben. Denn ich stehe auf Flugzeuge. Und hier kann man Flugzeuge beobachten, Leute, weil hier ist die Einflugschneise häufig. Und dann kommen hinterm Dom praktisch, kommen die Flugzeuge reingeflogen, die dann teilweise aus China kommen oder aus den USA kommen. Ganz viele Jumbojets immer, halt immer Frachtflieger.
Und ja, manchmal ist es halt ganz cool, die von hier aus zu beobachten. Oder auch, wie jetzt wieder unten, ein Unfall ist einfach gerade. Da ist wirklich gerade direkt vor unserer Tür ist ein Unfall passiert. Du siehst halt alles, was in Köln passiert. Vor allem, wenn man auf den Balkon geht. Denn da ist natürlich auch noch mal eins der sehr nice Features dieser Wohnung. Einen schönen großen Balkon mit nicht nur einer extrem entspannten Couch, sondern auch eben diesen Blick. Schaut euch einfach diesen Ausblick an, Leute. Es ist so nice, wirklich. Auch nach 6 Jahren hier in der Wohnung, oder fast 6 Jahren, habe ich mich nicht dran gewöhnt, wie cool das hier einfach draußen ist. Jeden Morgen, wenn du aufstehst und hier rausguckst und halt Köln siehst und den Dom siehst und den breiten Rhein, das ist ja nicht nur so ein kleines Bächlein, sondern wirklich so ein großer Fluss. Ich meine, wenn man schon hier am Meer leben kann, dann wenigstens so. Und das halt mitten in der Stadt ist schon extrem cool, wenn da die Sonne noch kommt. Das ist wirklich killer. Gerade haben wir drüben die Kirmes hier in Köln. Dann hast du das Riesenrad, hast da hinten die ganzen Fahrgeschäfte. Alles mit am Start. Ja, wie gesagt, gerade ist da irgendwie ein Unfall, weil auch nicht was da schief gelaufen ist. Da ist einer ja neben hinten reingefahren einfach. Ja, ein paar Motorradfahrer gönnen sich auch noch mal das Wochenende. Und das ist damit meine Wohnung. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie nice ist sie? 1 Million. Nee, ich bin super zufrieden. Das Einzige, wo ich nicht ausziehen würde, wäre hier im Haus in eine größere Wohnung. Das würde ich machen, aber da hat es ja bisher noch nichts ergeben. Ansonsten bin ich wirklich extrem happy. Ich hoffe, die Roomtour hat euch heute gefallen. Drückt einen Daumen nach oben und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zur Wohnung oder sonstiges habt, dann schreibt es einfach unten rein und vielleicht antworte ich das dann mal in einem späteren Vlog von hier. Macht's gut, Leute, und ciao. Ciao. Und vielen Dank fürs Filmen. Sehr, sehr gut gemacht. Hast du wirklich gut gemacht. Danke.